Also das wird eine holprige Dokumentar sein. Ja. Das ist die Fernsehschau A Visit with a Person of High Strangeness. Und das heißt auf Deutsch? Das ist ein Besuch mit einer Person mit sehr viel, wie soll man sagen, mit sehr viel, Weiß ich nicht. High Strangeness, also ein bisschen anders wie normale Leute. Ganz genau, ja. So ungefähr. Ja, und so dann waren wir dann dieses Jahr auf Reisen in Amerika, 8 Staaten. Ja. Ja, und so jetzt kannst du mal erzählen da ja, von deinem Erlebnis. Und mein Erlebnis, die Reisen durch die USA, ja. Ja. Also wie gesagt, es waren 8 Bundesstaaten. Wir haben angefangen in Washington. Dann sind wir gefahren durch Oregon, dann durch Idaho. Mhm. Dann kam Idaho, dann kam Utah, dann kam Colorado, nee. Arizona. Danach kam Colorado. Nein. Immer noch nicht. Mexiko. Ah ja, mein Gott, ja. Wir waren ja 20 Tage unterwegs. Ja, dann war dann also, ja, Neu-Mexiko, aber dann. Dann Colorado. Colorado, ja. Und dann? Nach Colorado waren wir in Wyoming, Idaho, Oregon, zurück nach Washington. So ja. War das, ja. Ja. So. Wir sind dann. Dein Flug war angenehm, ja? Ja, also der Flug war nicht so angenehm. Mein Flugzeug kam zu spät, ein bisschen zu spät an und ich habe meinen Anschlussflug nicht bekommen. Und ja, was mache ich jetzt? Ich saß dann da. Ich habe dann gefragt und die haben gesagt, ja, ich komme auf eine Liste und muss halt warten. Naja, das letzte Flugzeug in der Nacht habe ich dann erwischt und dann ging es dann hierher. Ja. Seattle, ne? Ja, von ja. Atlanta, das war in Atlanta. Ja. In Atlanta, ja. Ja. Die Telefone in Amerika sind ja anders, gell? Ja, ich habe versucht, sie anzurufen. Ich wusste nicht genau, wie das so funktioniert. Von zu Hause, da war das ja ganz einfach, aber so fremde Telefonzelle. Und ich habe dann einen Mann gefragt, ob er mir erklären kann, wie das Telefon geht. Und er hat gesagt, ach, das machen wir über meine Kreditkarte, zeig mir die Nummer, ich will sie. Ja, und so ging das ganz gut, ja. Ja, da kam es dann ein anderer. Ja. Ja, da hast du ein bisschen geschlafen und hast du wieder morgens um 4 Uhr losgefahren. Ja, morgens ne? Früh um 4 Uhr los. Mhm. Das war ein ganz langer Tag, ne? Ja, ja, wir konnten so früh losfahren, weil du ja an die Jahre vorher schon in den vielen Gegenden warst, wo wir da am Anfang durchgefahren sind. Das, ja. Das kann dir ja bekannt vor. Ja, ne? Ja, bis ja. Runde nach Oregon. Ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Und dann sind wir links abgefahren. Auf, also die Autobahnen haben wir fast ganz vermieden. Auf die Autobahn sind wir nicht, also meistens nicht gefahren, ja. Nur wenn es notwendig war, weil wir wollten ja was von der Landschaft sehen. Film halt, ne, damit wir das zeigen können. Ja. Ja. Ne. Und Gott sei Dank habe ich, ist das jetzt meine 8. Reise gewesen. Mhm. Und da habe ich die meisten Hinterstraßen gewusst, ja. Wo die waren. Und manche, ja. Die waren ja gar nicht auf der Karte, auf ja. Auf der Karte drauf. Mhm. Ah, ja. Und wir sind dann also am Columbia River auf. Und zwar der Columbia River, der ist ein ganz großer Fluss. Und eine Seite ist Washington und der Fluss teilt die 2 Staaten. Ja. Konnten wir dann von Washington, hast du in Oregon rein, gefilmt? Reingefilmt, reingeschaut, ja. Konnten wir sehen, ja. Das ging gut, schön, ja. Ja. Ja, ja. Und dann Stonehenge. Ja, es, ja, das also das ist ein Art Mahnmal, war das und also nachgebildet und aber war trotzdem, also ist sehr groß, ist trotzdem sehr schön gemacht. Ne? Das ist ein Duplikat, ja, nachgemacht. Größer aus, ne? Ja. Ja, ne? Ja.
Ja, und dann von dort aus ging es dann weiter nach, ja, durch den Pent, den Grenzpass. Das ist ein ganz großer Pass, wo man da über Deadman's, wie hat das geheißen? Deadman's Pass. Das geht schon ganz schön runter. Ja. Also auf sehr kurzer Strecke viele Prozent von mir. Ja, viele. Das ist sieben, fast 8000 Feet. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind. 8000 Feet? Das ist schon ganz schön. 10 Kilometer oder so? Das ist ganz schön hoch, naja. Ja, sowas. Und dann das kam wir dann nach Idaho. Idaho hat uns nicht so gefallen. Das Land ist nicht richtig langweilig, also weil Amerika ist ja so weit, ist alles so sehr weit, riesig, riesig. ja. Da fährt man den ganzen Tag und Und man meint, man kommt nicht weiter, ne? Ja. Ja. Das ist ja. Aber die Leute waren, die Leute in Idaho sind ein bisschen anders. Die sind da ja, ein bisschen zurückhaltend, zurückhaltend, ja. ja. Da haben wir ja überall angehalten, das war der Oregon Trail, also wo die von damals vom 18. Jahrhundert praktisch von der anderen Seite von Amerika rübergewandert sind, um sich ein neues Zuhause zu suchen. Ne? Ja. Und ab und zu, es war ja fast alles Wüste, und ab und zu steht da mal so ein großes Schild, und dann haben wir angehalten und dann gelesen, was da drauf steht. Es sieht so aus, als wenn viele einfach da stecken geblieben sind. 200 Jahre sind nie weitergefahren. Weizen. Ja, sehr viele Weizenfelder, teilweise wegen der Jahreszeit schon abgeerntet. Ne? Riesengroß, etliche Quadratkilometer groß. Ne? Ja. Kartoffeln. Viele Kartoffeln, ja. Idaho ist bekannt für Kartoffelfelder. Ja. Ne? Ja, und dann ging es dann weiter nach Utah. Wir waren eingeladen in Provo. Das ist so ein Hauptort Ja. von Salt Lake City. Ja. Am Rand von Salt Lake Ja. City, eigener Stadtteil, so in der Ja. Richtung. Ja, da sieht man sogar den Salt Lake. Ja. Ja, und dann sind wir, das war interessant, letztes Jahr habe ich das aus Versehen gefunden gehabt. Bin da wo abgefahren und hat mich verfahren und habe dann das ganz große Raketen. Ja, und es ist Thiokol heißt es, ja. Raketenstation, also wo die alten Raketen, die ausrangierten, ausgestellt wurden. Ja. Ja. Und die haben auch ich weiß nicht, wie das heißt, da mit dem Motor, wo sie die Space Shuttle da hochschießen. Wie heißt das? Weiß ich jetzt nicht. Da ist doch so eine Rakete, ne? Ja. Und die Space Shuttle ist doch da drauf. Oben drauf, genau, ja. Und irgendwann mal. Ja, die wird dann abgedockt, wenn sie weit genug oben ist. Ja, ne? und Ja. das war Da da wurde ausgestellt. ausgestellt, ganz genau, ja. Ja. Ja, da war, also da konnten wir auch sehen, das Innenteil, das habe ich dann mal angelangt, das Ja. ist wie so. Nicht Styropor, so ähnlich wie Styropor, ganz hart, also fühlt sich komisch an. Komisch, ja. 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 Ah ja, weil das wird so heiß, wenn die da hin und her fliegen. Ja. Ne? Ja. Aber das letzte Mal hat überall drauf gestanden, was das für Raketen waren und Bomben und alles. Und Ja. dieses Mal haben das alles weggemacht, Ja. dass man dann nicht sieht, was das ist. Ja, nachlesen kann, ja. Ja. Während letztes Jahr manches, was da drauf gestanden hat, sagt also, kann man nur 24 Monate aufheben. Und das haben sie dann, ist dann alles weg. Ne? Ja. Ja. Ja, und dann kamen wir nach Provo, und dann sind wir aus in so den Tempel. Ja, ein buddhistischer, hinduistischer Tempel, nachgebildet vom Original-Mutter-Tempel aus in Indien. Ne? Ja. Und ja, also das war doch sehr schön anzuschauen, viele Statuen. Ne? Und die Frau erzählte uns, wird Hochzeiten auch dort gemacht. Hatten unten eine Art großes Buffet. Das sind ja alle Vegetarier, die Buddhisten.
Und ja, konnten wir essen, so viel wir wollten, sollten wir halt ein bisschen spenden, ne? Das ja, haben wir gemacht, ne? Hat sehr gut geschmeckt, ja. Ja, und da gegenüber war letztes Jahr ein Kornfeld. Ein Kornfeld mit einem, wie heißt Kornkreis, das? Ja. Kornkreis. Kornkreis. Allerdings hatten sie dieses Jahr was anderes eingepflanzt. Mais war das nicht. Mais. Mal, ja. Mhm. Aber in einem richtigen Kornkreis. Die Erde verändert sich irgendwie und das nächste Jahr, ich würde sagen 2-3 Jahre später, kann man, ist egal was man da rein macht, ne? Man kann es in gewisser Weise noch sehen. Dann kann man es ja, noch sehen, ja. Weil das ein Stück ist dann ungefähr so viel, das wirkt schneller, das ist einfach ja, schneller. Höher, ist das höher, wachsen, dann sieht man das noch. Ne? Als das restliche Feld, ganz genau. Ja. Dann sind wir, wo sind wir hin? Danach sind wir nach Arizona. Dann zu den Navajo. Ah, das ist, also in, die Indianer sind so zusammengestellt in dieser Gegend. Das sind die Utes, die Navajos und mittendrin sind die Hopi. Und ein bisschen südlich sind die Sunnis und auf beiden Seiten sind die Apaches. Mhm. Und wir sind auf die Navajo Reservation gefahren. Ganz genau, mhm. Ja. Und da war also ein Canyon, Canyonland hieß das. Mhm. Da haben wir eine Tour gebucht, die war 3 Stunden lang. Ja, und das war also sehr schön anzuschauen. Meter hohe Sandsteinwände mit Hieroglyphen drinnen. Mit noch alte Häuser drin, wo die Menschen vor tausenden von Jahren drin gewohnt haben. Ja. Ja, und wir haben Leute von Frauen, Wiesbaden Frauenstein in Mauer ja. gesehen, ja. Und meistens die Touristen waren meistens Französisch und Italiener. Ne? Ja, sehr viele, ja. Ja. Die Guide, die Frau, also in die Canyon, das ist Quicksand, wie heißt das? Treibsand. Ja, und weil da kommt Wasser, das hält im Winter das Wasser und das ist alles überschwemmt da, also viel Wasser. Im Sommer geht das Wasser dann raus. Und da 50 Familien wohnen da, also im ganzen Jahr, ne? Ja. Ja, und die haben Schafe und 40 Bäume und sowas. Mhm. Und dann, aber weil das nur ein bisschen austrocknet, ist man nicht erlaubt, allein da reinzugehen. Ja. Da muss man, Guide heißt das, ja. mit Jeep oder mit Pferden darf man da nur rein. Ja, alleine kannst du nicht rein. Um auch das zu schützen, damit es keine ja. kaputt macht. Ja. Ne? Ja. Und die Frau, die Eleanor, das ist jetzt das 5. oder 6. Jahr, wo ich mit ihr reingehe, mhm. da kann sie uns. Ne? Mhm. Ja. Wir hatten Essen mitgenommen. Lebensmittel für die Navajos, ne? Ja. Ja. Hat jemand abgeholt und dann zurückgefahren, weil es hat so viel geregnet, da war alles, wie heißt überschwemmt, das? Ja. Matsch. Ja, Matsch, ja. Ja. Mit den Straßen, da kommt man da nicht hin. Das nächste war New Mexico, Dulce. Und zwar Dulce ist die Stadt, da ist unten alles. Das sind solche Militäranlagen mhm. unterirdisch. Unterirdisch, ja. Ja. Mhm. Und das merkt man aber da. Ja, das. Die Atmosphäre, ne? Und auch die Geräusche und ja. alles, ja. Ja, und dann von da aus ging es dann nach Colorado. Mhm. Ja. Also Colorado ist sehr schön, ja. Mhm. Wenn es dann hoch in die Berge geht. Ne. Ja. Schöne kurvische Straßen. Ne. Ja, da haben wir jemanden im Zuchthaus besucht. Mhm. Ja, ja. Also Gefängnis heißt das ja. Ja, hier wird es so gehandhabt, da haben sie, also man wird durch diesen Röntgentüre, da muss man gehen. Und dann wird man auch abgesaugt. Also es schaut aus wie ein Staubsauger. Steckt ein kleiner Zettel drin, dann wird man abgesaugt. Es kommt ein Computer rein
Und es ist dann der sogenannte Drogentest. Wenn man den bestanden hat, darf man rein. Wenn nicht, dann hat man Pech gehabt. Was uns also am ersten Tag auch passiert ist. Aber weil jemand anders da abgesaugt wurde und die Frau den Test nicht bestanden hat, die musste gehen und der ganze Besuch vom ganzen Abend wurde also abgesagt, sodass ja. überhaupt keiner rein durfte. Das war aber irgendwie eine Unverschämtheit, denn ja. wenn man so weit reist und in einem Hotel ist, da muss man doch auf dem Teppich rumlaufen. Und, ja. und da hat sie irgendwas unten an Schuhen dran gehabt. Ja, ja, das kann ja. ich schon verstehen. Mhm. Ja, erzähl bitte mal von den Lichtern. Ja, für die Vögel. Ah ja, die Lampen, ja, das war, fand ich halt ganz recht lustig. Auf den Lampen war wie so eine Art Stacheldraht, aber so hochwärts. Und ich habe dann gesagt, naja, die Vögel, die dürfen hier nicht landen, die brauchen hier auch eine Einreisegenehmigung ins Gefängnis. Ja. Ja, und dann ein Fotografen, bekannter von mir, Kislavic heißt der. Der macht wunderbare Bilder, wo wir manchmal hier auf der Show haben. Der kam dann, hat Bilder gebracht. Ne? Ja. Mhm. Essen war gut, fast überall. Ja. Fast keine Telefone in den Hotels. Hotelzimmer, ja. Kein Kaffee, Patrick. Kaffeemaschinen, ja. Wir sind 1200 Miles gefahren bis zum nächsten Starbucks. Ja. Da haben wir uns auch gefreut. Der Mann, wo wir da waren, er hat gesagt, wann kommen wir? Dann haben wir gesagt, wir kommen später, wir gehen erst zum Starbucks. Mhm. Ihr habt ja Starbucks in Deutschland. Starbucks ist jetzt im Kommen, ja. Mhm. Ist im Kommen bei uns in Deutschland, ja. Also wir jetzt wohnen, gibt es überall Starbucks, aber im ganzen Land da war gar nichts. Ja, gar nichts. Ne? Ja. Naja, und dann sind wir nach Laramie gefahren. Mhm. Ja, Laramie, das ist der Oregon Trail, das sind die ganzen, im Wilden Westen. Ne? Mhm. Und dann sind wir ins Pioniermuseum. Ne? Pioniermuseum, ja. Ja, also es war Museum, also war alles Mögliche ausgestellt, von den Kutscherwegen, wie die so ausgeschaut haben. Mhm. Ein Geschäft, wie es mal ausgeschaut hat. Mhm. Dann waren Laiendarsteller da, haben also verschiedene Geschichten erzählt, wie es so war. Eine Frau hat also erzählt, wie sie den Bär erschlagen hat, wo plötzlich am Wagen stand. Ne? Ja, mit der Bratpfanne. Ja, mit der Bratpfanne den Bär erschlagen. Ja. Ja. Ganz interessant. So, ja, und dann wieder Idaho lange. Ach ja, und in diesem Museum habe ich mir dann so ein Pioniermütze gekauft. Ich will es mal zeigen. Ja. Schaut recht. Hat den ganzen Tag angehabt. Ja, den Rest des Tages. So sind sie also rumgelaufen. Ja. Von 1800 noch was. Ja, 70, 60 so. Ja. Mhm. Waren so alte Wagen und Ochsen. Mhm. Alles noch gerade, ne? Ja, mit Ochsenwegen, ne, sind sie da rumgefahren. Ja, und dann sind wir dann nach Kemmerer in Wyoming. Das ist so eine ganz kleine Stadt und zwar ist da die erste Geschäft von JCPenney's. Ja. Gibt es das in Deutschland? JCPenney's gibt es nicht. Mhm. Aber es ist eine ganz große Kaufhauskette jetzt hier in Amerika. Mhm. Und der Mann hatte, also JCPenney, hatte da seinen ersten Laden aufgemacht. Mhm. Ne? Und das war so interessant, weil sie haben uns erlaubt, das zu filmen, das war so interessant. Erzähl mal mit dem Geld, wie das im Geld war. Ja, also das Geld wurde, das war wie so eine Art Seilzug, ne? Mhm. Wurde das so oben dran gemacht, das Geld, und dann wurde das aufgefahren in den ersten Stock hoch. Mhm. Wurde zusammengerechnet und ein Restbetrag wieder runter. Ein Restbetrag haben sie dann mit so einem Seil wieder da runtergebracht. Ja, und dann haben sie uns dann erlaubt in das Haus, wo er gewohnt hat. Ja, das war auch interessant. Danach waren wir dann wieder in Idaho. Ah ja, und da war so ein netter junger Mann. Haben wir einen jungen Mann getroffen, der war bei uns im Hotel drin. Mhm.
also Nebenzimmer, und er ist so ein Pipeline-Inspektor. Und naja, er hat dann seinen Computer geholt, ne, und hat mir, Redneck heißt das. Yeah. Es ist bestimmt eine Gruppe von Leuten, die, wie soll man sagen, die, naja, recht lustig sind, ne? Und hat halt so lustige Fotos dann gezeigt. Ja. Dumm. Dumm, ja. Also sehr dumm. Dumme Bilder. Ja. Ja, dann wird er natürlich wieder einholen. Also das Wetter war ja gut. Ja. Viel Unwetter, viel Feuer. Aber irgendwie kam er immer da vorbei. Ja, ne? Ja, und dann nach Pocatello sind wir gefahren. Mhm. Und dann nochmal durch, also da kam dann ein Zeitpunkt, wo wir dann da wieder waren, wo wir angefangen haben. Ja. Allerdings sind wir dann rückwärts. Ja. Und haben in manchen selben Städten angehalten. Du hast gefilmt die ganze Zeit. Ja. Mhm, ja. Du bist gefahren. Ich bin gefahren, ja. und deine... Ich bin schon 40 Jahre in Amerika. Das ist schlimm, ich kann nicht mehr Deutsch sprechen. Aber die Erfahrung mit den Amerikanern, wo wir getroffen haben, was, erzähl mal was. Ja, also ich möchte sagen, die Amerikaner ist ein eigenes Volk, aber doch sehr, also freundlich aufgeschlossen. Ausnahmen gibt es immer. Na? Und ja, eigentlich immer gute Erfahrung. Ich selber bin immer mit offenen Armen empfangen worden. Ja, die Leute wollen, die wollen in Frieden leben, die wollen mit der Regierung nichts zu tun haben. Ne? Mhm. Ja. Ja, und sonst, was denn noch? Wir waren so in der Kleinstadt Charma, da ist so eine kleine Puffbahn, ne? Wie heißt das? Ja, so ein kleiner Zug, ja, so Dampfbahn, ja. Dampfbahn. Ja. Die ist ungefähr, das war halber Kilometer lang immer hin und her gefahren, ja. Und die Leute saßen da und haben geschaut. Ne. Ja, denn es ist sehr selten, dass man mal Kohle sieht, richtige Kohle. Ja, ja, ja. Ja. Und Benzin war teuer. Benzin ist teuer, ja. Für amerikanische Begriffe sehr teuer. Ja, ja. Ja. Und sag mir mal, wenn irgendjemand so eine Reise, vielleicht nicht so weit, also die Canyon de Chelly, sagen wir mal. Letztes Jahr habe ich einen Reisebus. Und der Herr hat mir gesagt, die sind von Frankfurt nach Denver geflogen. Mhm. Und dann auf den Bus in Denver. Und das geht so. Mhm. Und dann in die Canyon und dann wird er so rausgeflogen. Das sind dann so Pauschalreisen. Ne? Ja. Mhm. Das wird. Ja, wird das Geld wert, so viel Geld wert sein, meinst du? Ich denke mal, da ist man dann so angebunden, wenn man so Pauschalreisen macht. Ja. So, wir haben ein Auto gemietet. Wir haben zwar ein Endziel gehabt, aber wir konnten trotzdem losfahren. Wir konnten anhalten, wann immer wir wollten. Konnten alles genauer anschauen. Ja. Ja, das ist schon gut. Ja. Die verschiedenen Autofirmen nehmen verschiedenes Geld ab. Also Enterprise, Hertz und wie heißt die andere? Das ging von $960 auf 1200 für 3 Wochen. Ne? Ja. Und dann, wir waren dann bei Budget und das hat 460 gekostet. Ja. Das Auto war wunderbar, sehr leicht. Wenn man da so durchfährt, ist ganz furchtbar der Wind. Ja, sehr also viel Wind. Durch die Wüste muss man aufpassen, da kommen also heftige Windböen. Nee. Und zack, ist man weg. Ne? Ja, und dann so Viecher laufen da rum, ne? Ja, ja. Kühe und Pferde. Ja, ja, also sie sind zeitweise nicht eingesperrt, da muss man auch aufpassen. Ja. Die laufen über die Straße. Ja, und dann Steine fallen dann von den Seiten, Birken runter.
Also unser Auto war ein bisschen sehr leicht, das war schwer zu fahren. Aber was wir im Benzin ausgegeben haben, haben wir an Verleihung wieder eingeholt. Ja. Mhm. Da müssen wir eben sehen, dass verschiedene Anrufe, wo es dann am billigsten ist. Ja. Als Vergleich. Mhm. Das war ein sehr gutes Auto. Wir haben immer Hotels gefunden. Ne? Mhm. Ja, also man kann schon sagen, man kann drauf losfahren. Mhm. Das Durchschnitt kriegt man immer ein Hotel. Ja, denn wo wir waren, das war ein Durchschnitt von 60 bis 90 Dollar die Nacht. Ja. Mhm. Natürlich, wenn man die großen Hotels auf zwischen 490 und 200 per Nacht. Ne? Ja. Es ist ein großes Land, was vielleicht umändern. Und dann geht es ja auch so, man kann nicht 6 Stunden fahren, sagen wir mal, wir gehen morgens um 8 weg und sagen, 4 Uhr halten wir an. Wenn 4 Uhr kommt, da ist vielleicht überhaupt nichts. Es dauert ja einen ganzen Tag nur durch Idaho zu fahren. Ja, also die Strecken sind sehr groß. Ne? Mhm. Dann muss man auch die Zeitumstellung beachten im Land. Ja. Ja, also plötzlich andere Zeiten. Ne? Ja, innerhalb von ein paar Kilometern war es drei verschiedene Zeitzonen. Ja, ne? ja. Und so, wenn man so eine Reise unternehmen würde, wäre es schon gut, wenn man ungefähr ausrechnen würde, wie weit ist von einer Stadt zur anderen ist. Ja, dass man es besser einschätzen kann. Weil sonst, wenn man Pech hat, sitzt man draußen in der Prärie mit einem Kornfelder und man hat Pech gehabt. Ja. Hat kein Hotel, gar nichts. Und den abends, da kommen die Viecher, das sind Schlangen und Skunks, Stinktiere. Ne? Ja, Stinktiere waren sehr viele da, ja. Alle tot sind sie drüber gefahren. Ne? Und ja, und dann Coyotes und lautes Kram. Mach du mal weiter jetzt. Ja, und wenn's, das ist nicht normaler Regen, wenn das anfängt, innerhalb von 2 Minuten kann es ersaufen. Wolkenbrüche, ist alles Wolkenbrüche, Tornados, Stürme, Erdbeben, also da haben wir alles. Da kann einem alles passieren. Ne? Ja, und Englisch, bisschen Englisch sprechen. Ne? Wäre schon ganz gut, ja. Denn keiner spricht Deutsch. Nee, also.